Ha! Du bist doch diese kleine Freundin von Wheeler. Ha! Ich werde dich fertig machen, Kaiba. Wirst du nicht? Hm, Schmoll! Doch, werde ich. Hi, da sind wir wieder. Mit Wiebke natürlich. Ich bin der Kaiba aus Duelist Kingdom. Und sie ist die... Ich bin Mai. Genau. Und aus Mai's Kingdom. Mai hat ein eigenes Königreich. Ja, hat sie. Das ist ziemlich cool. Wir spielen das und das. Und du bist dran. Ich bin dran. Will dich erstmal nicht verunsichern. Ich ziehe. Willst du mich verunsichern? Nee, ich will dich nicht verunsichern mit zu vielen Karten. Ach so. Die Schwertkämpferin natürlich. Ha, keine Backrow. Lächerlich. Oh. Da wäre die Backrow. Hm. Ich greife an. Ah, das ist okay. Das darfst du, damit ich meinen Feinmeister aktivieren kann und deine Backrows zu zerstören. Nein! Na gut, der Augenschatten ist jetzt nicht so schlimm. Für dich. Schwertkämpferin ist natürlich blöd, aber dagegen habe ich einen Djinn. Und dieser Djinn hat mehr Muskeln als deine Schwertkämpferin. Hallo Djinn. Ich kriege jetzt mal ein bisschen Schaden, aber der ist okay. 300, das kann ich einstecken. Denke ich. Wenn du meinst. Ja, viel Spaß, darüber zu kommen. Der hat Muskeln. Der hat ziemliche Muskeln. Ja, guck ihn dir an. Und guck dir den Dravenbart an, den er hat. Ja, rüber komme ich jetzt vielleicht nicht. Ja gut, du kannst reinrennen. Wenn du möchtest. Dann kannst du mir bei der nächsten Lift Schaden machen. Na, warten wir lieber nochmal ab. Okay. Wir warten lieber nochmal. Dann hat sie sich für die defensive Variante. Wir sind heute doch ein bisschen vorsichtig. Ich bin nicht vorsichtig. Rein da! Los, Djinn, prügel! Okay, gut. Djinn hat geprügelt. Das mag er gerne. Ungünstig. Kein Monster? Sag ich nicht. Wenn du jetzt kein Monster spielst, dann hast du keins. Schau aber eins! Ha! Damit hättest du nicht gerechnet! Schade. Das wäre cool gewesen, hättest du kein Monster gehabt. Aber weißt du, was ich habe? Noch einen von denen! Oh, mach die da kaputt. Oh, die Feinfalle. Nett. Okay. Definitiv dann nett. Bist du dran. Okay, ich ziehe. Ich setze ein paar Karten. Und dann spiele ich Ryokishin Macht! Und greife deine Kettenmeisterin an. Ob sie ihren Effekt aktivieren möchte und mir meine einzige Handkarte klauen will? Nein. Okay. Ich habe extra meine Fallkarten gesetzt, damit du mir die nicht klaust. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Federsturm. Oder Flederwisch oder wie die heißt. Den habe ich jetzt gerade. Vielleicht aber auch nicht. Nein, da hättest du ihn aktiviert. Shadow Spell. Warte. Noch eine Feinfalle? Oh. Machen wir halt. Nein, es lohnt sich nicht. Schade. Hätte ich immer früher aktiviert. Naja, was soll's. Tschüss, Ryokishin Macht. Ha! Macht. Damit hast du nicht gerechnet. Du hast die platt gemacht. Ja, das habe ich. Oh, das ist natürlich jetzt eine gute Option. Sehr schön. Der wird meine Verteidigung stärken. Immer diese Frauen mit ihren puren Frauendecks. Sogar ihre Fallenkarten haben Augen. Wenn ich nur diese eine Karte ziehen würde, das wäre so cool. Wiedergeburt, als setzt du jetzt schon ein? Ja, ich werde mir wiederholen. Ah, die hätte ich mir aufgehoben. Und was sollst du dir, den Djinn? Nee, ich hol mir noch eine von meinen. Okay. Sehr, sehr greedy. Weiß ich. Dann mache ich all deine Karten kaputt. Nein! Mein Angriff annulliert mein Kartenvernichtungsvirus. Das ist natürlich uncool, aber da kommst du trotzdem nicht durch. Schade, und ich habe keinen Piercing Damage. Der würde dir auch nichts bringen, wenn du
nur 1800 ATK hast. Ja, aber ich habe auch keinen großen mit Piercing Damage sowas eigentlich. Achso, ja gut, okay. Ja, so einen antiken Antriebsgolem hat, meine ich. Okay, schade, das war jetzt so eine schöne, greedy Planung. Nein, jetzt die... Oh, unlucky. Ja gut, jetzt muss ich mich ein bisschen verteidigen und du kannst dich aufbauen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ja, wobei, gerade kann ich auch nicht so viel machen. Kann ich bitte mein Blue Eyes ziehen? Hey, auf die Hand zurück. Kannst du jetzt wieder spielen. Ja. Aber ich hab dir 50 Schaden gemacht. In Face. Ja, ich würde sagen, ich werde deine Monster ein bisschen dezimieren. Meine zwar auch, aber ich denke, das ist okay. Tschüss, Hexe. Du bist dran. Okay. Tja, die Bakura bringt dir da auch nichts. Weiß ich, ich kann ja auch nicht so viel machen. Du bist dran. Oh, das ist für später interessant, aber momentan leider noch nicht. Leider muss ich mir diese Combo erstmal aufheben. Ich kann leider auch noch nicht so viel machen. Mann, das ist ja ein cooles Doll-Battle. Das ist super spannend. Ja, das passiert halt. Hey, du bringst mir auch nichts. Aber immerhin bist du drin. Das macht mich glücklich. Was wird sie jetzt tun? Was wird sie jetzt machen? Ist Kaibas Gegenwart zu krass für sie? Oh. Oh nee, das machst du jetzt nicht. Du wirst mich jetzt nicht jede Runde angreifen, damit du mir Schaden machen kannst. Ach nee, Quatsch, das ist ja gar nicht die Schwertmeisterin. Stimmt, das ist die Schwertkämpferin. Ah ja, stimmt. Sie ist einfach nur da. Sie ist einfach nur da. Ja, die bringt dir nichts. Nee. Okay, interessant. Oh, wahrscheinlich eher weniger. Du bist dran. Ich kann leider gerade nichts machen. Oh. Ich muss warten, bis ich Blue Eyes ziehe oder sowas. Noch eine Kämpferin. Cool, oder? Ja, sind Zwillinge. Oh, der schon mal, aber den hebe ich mir auf, Recht sicher noch mehr, dann kann ich das hier machen. Muss dran! Oder soll ich jetzt, nein, ich heb's mir auf, ich bin ja gerade relativ sicher. Ah, mir ist gerade was Interessantes aufgefallen. Was denn? Was denn? Ich will's wissen. Dass das nicht funktioniert. Egal. Und wir machen es einfach so. Okay. Herr der Drachen! Ja? Drachenrufflöte! Komm heraus, mein blauäugiger weißer Drache! Da ist mein Herr der Drachen ein bisschen zu schwach, aber deine Hexen können trotzdem sterben. Ja, aber... Nö! Ja, geil. Herr der Drachen. Du willst also mit den kämpfen, ja? Aquamator, du willst auch kämpfen, ja? Okay, du weißt, dass du das nicht gewinnen kannst. Du auch, Wand? Okay, Oh, ihr seid doch dumm. Du bist schon fies. Aber bei Blue Eyes ist es noch da. Immerhin etwas. Das war jetzt natürlich ärgerlich. Die ganzen Monster alle weg. Musst aber leider sagen. Oh, komm schon. Ja klar, du kriegst dann noch die Grund-ATK. Natürlich bekomme ich die Grund-ATK. Nein, blau. Oh Gott, habe ich verloren? Nein, noch nicht. Ja, ich. Ja, hab verloren. Nein! Und greif ihn an! Ah, shit! First gehe ich. Und ich werde mir, während wir uns duellieren, einen Knoppers reinziehen. Das macht wow. Kaiba nämlich. Ja, aber Kaiba ist immer Knopper, dass man weiß es. Ja, nur was macht Kaiba gerne. Kaiba? Kaiba. Kaiba nicht so ein Kakao? Nein, doch. Doch, Kaiba ist ein Kakao. Kiba war Kirschbanane, stimmt. Kaiba ist ein Kakao. Kiba ist Kirschbanane. Ich war total gebufft, als ich das rausgefunden habe als Kind. Echt? Das war mir klar. Nein, mir nicht. Ich fand Fruchttiger wirklich interessanter. Das stimmt. Fruchttiger ist ein ziemlich guter Name. Okay. Du wirst meinen Ryukishin Macht angreifen.
Ja, möchte ich. Weniger gut. Schade. Jetzt musst du sie in deiner Stand-by-Fest opfern. Und ich mach das hier und du bist dran. Na, dann opfer sie mal. Das ist sehr schade. Sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wieso? Sie war so unfreundlich. Ich fand sie nett. Aber sie heißt unfreundlich. Ich weiß, aber ich fand sie nett. Ja, vor allem ihre Haare sind so lang. Ich meine, die flattern so vor ihr rum. Das sind, glaube ich, nicht ihre Haare. Das ist ihr Tuch. Ah, stimmt, du hast recht. Die Haare sind das Lila, ne? Ja. Aber trotzdem, warum flattert das Tuch so? Es ist halt einfach so. Mein Aquamador ist zu krass für dich. Gut. Du kommst an ihm nicht vorbei. Aber ich komme an deiner Tante da vorbei. Ja, dann komm an meiner Tante vorbei. Ja, du hast 3 Feinkarten, deswegen werde ich wahrscheinlich eher weniger dran vorbeikommen. Ich sehe es doch schon kommen, die Bogenschützen, ja. Kommst du nur darauf? Oh, sind die Bogenschützen nervig, ne? Und ich muss halt angreifen, das ist so dumm. Die sind so stark. Das ist halt einfach wie eine Spiegelkraft eigentlich. Ja, nur noch fieser. Ja, weil ich mit meinen Deathmods dann auch angreifen muss. Okay, mal sehen, was ich ziehe. Oh, ist die Karte eklig. Ja, ich kann die Karte tatsächlich gar nicht so toll angreifen, aber immerhin. Das ist doch immer ein etwas für mich. Kann ich bitte Blue Eyes ziehen? Obwohl, nee, gerade bringt ihr mir gar nicht so viel. Oh, ich weiß, was ich gern haben will. Krieg ich bitte Saggy? Das ist nicht Saggy. Aber es ist immer eine Karte, die ich hinsetzen kann. Ja, aber ich möchte sie gern ansehen. Oh! Weißt du was? Nee, hier. Wiedergeburt. Gib mir deine unfreundliche Amazone. Nein! Oh doch, die hat nämlich mehr Angriffspunkte. Let's go, Amazone! Wenn mein Fallenmeister eh stirbt, dann kann ich das auch... Bin auch nicht so freundlich. Haha, mit 0! Hat sie nicht kommen sehen. Okay, das ist wohl witzig. Schön. Meine Lieblingskarte! Nein! Amazoness, Swordwoman. Swordwoman. Okay. Das heißt, eigentlich müsste sie die Schwerterkämpferin sein. Ja, eigentlich schon. Nee, amazonische Schwerterfrau. Die amazonische Schwerterfrau. Ja, streng genommen ist das die deutsche Übersetzung eigentlich. Wenn man es rein theoretisch sieht schon. Amazonische Schwerterfrau. Greif an, amazonische Schwerterfrau. Dieses Mal wirst du mich aber nicht davon abhalten, deine Feinkarten zu zerstören. Ah, schade. Ah, die unnützeste von denen. Mist. Immerhin hast du jetzt keine Backrow mehr, aber ich komme trotzdem nicht drüber. Komm schon. Yes! Der Jin! Der steht mir zur Seite, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, aber ich krieg keinen Schaden. Ja, das ist okay. Immerhin ist dein Schwertkämpferin weg. Und der Djinn ist da. Ja, aber ich mach seine Karte kaputt. Ja gut, Kartenvernichtungsvirus ist natürlich ärgerlich, aber... Mehr kann ich nicht machen. Nice. Hab noch eine Chance zu gewinnen. Klar, jetzt ziehe ich natürlich wieder die Karte, die ich tributen kann. Das ist doch lächerlich, genau wie eben. Los her, der Drachen. Zeig uns, wie krass du mit Drachen umgehen kannst. Und Djinn, zeig ihm, wie gut du... Djinn bist. Djinn bist, genau. 10 bis 4. Ah, oh, warum diese Karte? Nein! Ja, okay, auch solche Überschneidungen. Ich nehme an, du hast die Schwestern gezogen. Ja. Das heißt, habe ich gewonnen? Nee, oder? Nee, noch nicht ganz. Mit der Karte? Obwohl, doch, ich glaube schon. Nee, reicht nicht. Nee? Nee. Bin ich der Protagonist, der mit 100 Life Points überlebt? Du überlebst mit 1000. Nee, mit 700. Na, dann bin ich nah am Protagonisten dran, würde ich sagen. Sehr nah, auf jeden Fall. Okay. Jetzt bräuchtest du schon starke Karten. Ja, doch. Das ist nicht schlecht. Ja, das lässt eigentlich nur eine einzige Sache zu.
die Wiedergeburt. Was holt sie sich denn? Wahrscheinlich die unfreundliche Amazone, die Schwertkämpferin? Ah, die unfreundliche, okay. Damit sie genug Angriffspunkte hat. Richtig. Allerdings kann ich mit jetzt erstmal auch noch einmal angreifen, aber... Du bist eine Runde geschützt, das stimmt. Immerhin. Und tschüss, Jin. Du hast mir gut geholfen, ich danke dir. Okay, dann versuch es doch. Wenn ich jetzt Blue Eyes ziehe, habe ich gewonnen. Ist es der Blue Eyes? Ja. Oh, wie geil, schön. Schön. Ja gut, schade. Ja gut, das also, wird jetzt aber richtig spannend. Was? Das stimmt. Ja, ich dachte gerade, ich habe noch nicht verloren, aber doch, ja. Du hast, also nee, also diese Runde hast du verloren, aber jetzt kommt ja die dritte Runde. Okay, oh, das ist spannend, Rematch. Das ist cool. Rematch, ja. Sehr cool. Jetzt noch ein Second. Das kannst du gerne tun. Nicht die beste Hand. Aber, okay, ich spiele einfach mal einen Kampfochsen. Ich grunze, du bist dran. Kaiba mag nämlich Ochsen. Und Kaiba mag Ochsen, ja. Ja, deswegen spielt er den. Eine Backro. Und ein Monster, was mehr Angriffspunkte hat als mein Ochse. Ungünstig. Sehr ungünstig. Wann kriegt der Kampfochse seinen eigenen Archetype? Bitte. Das weiß ich nicht. Und den Jin bitte auch. Und du bist dran. Ah, unvorteilhaft. Oh Gott, was kannst du nochmal? Was kannst du mit dem Tipp einer Bones Monster? Ach, das war das. Ja, ich bin dich. Du bist doch immer eine gute Wahl. Bin gespannt. Ich mag die Karte. Aber wirst du sie mögen? Mai? Was machst du hier überhaupt und willst mich ja... Oh, Siege von Orikakos. Das ist Siege. Die böse Mai. Orikakos. Das ist einfach die böse Mai. Ich bin richtig böse. Wir sind also hier in Staffel 4, glaube ich. Okay. Gut, das könnte jetzt schwer sein, dagegen zu kämpfen. Und? Der Fallenmeister. Hihihihi. Ja, schade. Ah, oh, wie soll ich denn da rüberkommen? Und Endphase. Ich brauche irgendwas Krasses, um darüber zu kommen. Das ist krass, aber ich kann dich nicht beschwören. Nein, 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 nein! Ich bin aus Versehen auf normal beschwören gegangen. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich werde so oder so verlieren diese Runde. Mit dem Siege von Orikakos ist das ziemlich stark. Ja. Habe ich die Runde schon verloren? Nein, nicht ganz. Wir bleiben. Okay. 700 Lebenspunkte, glaube ich. Wenn ich mich nicht. Nee, 300. Ein bisschen doof, wenn Mai durch einen Fehler gewinnt. Nee, ich kann wahrscheinlich so oder so nichts dagegen machen. Kommt es auf die Karte an, die ich ziehe? Weil selbst wenn du wärst, das Monster hat trotzdem losgeworden. Ich hätte jetzt halt nur ein paar mehr Lebenspunkte mehr. Na gut. Ja, guck mal, ich ziehe den Jin nicht jetzt so oder so verloren. Aber was ich habe, ist eine Lampe. Und die Lampe. Eine Lampe! Die special den Jin. Ich habe so oder so verloren, leider. An sich ganz cool, aber leider. Leider, hier habe ich nur Monster gezogen, diese Runde. Cool, dann gewinnt Mai gegen Kaiba, wie es aussieht. Mit ihren krassen Beats. Tja, Kaiba. Erstmal. Natürlich. Für die zwei Karten. Du musst aber noch zwei ablegen. Sie wirft einfach die Hexe und eine kecke Meisterin ab. Ah, okay, Kaiba hat gut gespielt. Aber Mai hat besser gespielt. Ja, Kaiba hat gut gespielt, aber leider nicht. 100 Lebenspunkte! Protagonist, gib mir noch einen Zug, ich bin der Protagonist. Oh. Nein. Lampe tot. Kaiba hat gut gespielt, aber nicht gut genug für Mai. Ah, das war alles nur Glück. Nächstes Mal werde ich dich besiegen. Wenn ich aus Battle City bin und ein stärkeres Deck habe. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, schreibt in die Kommentare, welche Duellanten als nächstes kämpfen sollen. Und
dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Tschüss!